China legt eine eigene digitale Währung auf. Ist es eine Kampfansage an Bitcoin und an die Kryptowährungen? Ist es ein Angriff auf die Vorherrschaft vom US-Dollar? Oder was soll man sonst halten von dieser neuen digitalen Währung Chinas? Das ist heute unser Thema. Willkommen bei Zukunftsmärkte. Herzlich willkommen. Ich hoffe, Sie sind gut ins neue Jahr gerutscht. Sie hatten schöne Feiertage. Ich habe an Weihnachten wieder was gelernt. Beziehungsweise ich habe sogar eine völlig neue Asset-Klasse entdeckt. Wir wissen ja alle, unsere ganzen Sachwerte, was es auch ist, Immobilien, Aktien, Edelmetalle oder manche investieren ja auch in Kunst, in Whisky, in Oldtimer und so weiter. Ist ja alles schon ein bisschen ausgelutscht. Aber was ganz erstaunlich ist, das ist das hier. Dieses elende Lego-Set hat vor 2 Jahren regulär gekostet 150 Euro. Jetzt ist es vergriffen, ist nicht mehr im Programm und darum hat es mich dieses Weihnachten gekostet 250 Euro. Und das gebraucht und ich habe es noch günstig bekommen. Ist auf 2 Jahre eine Wertsteigerung von 66,6% insgesamt oder eine Rendite von knapp 30% per annum. Und ich habe nachgeschaut, es gibt auch Leute, die Lego kaufen inzwischen rein aus Spekulation. Was die richtigen Lego-Fans natürlich maßlos erbost, spekulieren mit Trinkwasser, mit Lebensmitteln, das ist ja alles noch okay. Aber bei Lego, da hört der Spaß langsam auf. Allerdings, wer weiß, vielleicht haben wir auch hier schon eine Überhitzung, vielleicht sind wir da ja auch schon drin in der großen Lego-Bubble. Darum, bevor Sie Ihr Depot jetzt komplett platt machen und sich dafür eindecken mit irgendwelchen Lego Harry Potter Sets, lieber den Lego-Markt nochmal checken. Ich will nicht, dass es dann irgendwann heißt, hier deutsche Kleinanleger zu Tausenden ruiniert. Verantwortungsloser YouTuber treibt ahnungslose Sparer in Plastikmüll. Das aber nur am Rande. Bei uns geht es heute um ganz andere Geldanlagen, nämlich um die Kryptowährungen. Und für die, die mich noch nicht kennen, ich bin kein Kryptofachmann. Also man kann ja auch nicht überall Fachmann sein. Ich weiß über Kryptowährungen nicht allzu viel mehr, als ich jetzt über Lego wüsste. Aber wozu ich was sagen kann, das sind Entwicklungen in China und eben auch der digitale Yuan in China. Mein Thema sind Aktien, vor allem Schwellenländeraktien. Dazu kriegen Sie Infos von mir hier und auch in unseren Zukunftsmärkte-Reports. Zum Beispiel morgen. Morgen kommt von uns ein Spezialreport raus zu den Börsen der BRIC-Staaten, also Brasilien, Russland, Indien und China im Jahr 2021. Die Reports sind auch gratis, sind also eine wunderbare Möglichkeit, um sich zu informieren über diese spannenden Märkte. Und Sie müssen sich dafür auch nur einmal eintragen auf www.zukunfts-märkte.de. Morgen geht der neue Report raus. Der Anmeldelink ist hier auch nochmal unter dem Beitrag. Diese Reports und alle anderen Dinge auch, die ich mache, die sind aktienlastig. Wir sind aber trotzdem von unseren Lesern regelrecht bombardiert worden in letzter Zeit mit Fragen zu Chinas digitaler Währung. Die Verunsicherung ist da groß, vor allem mit Blick auf die Kryptowährungen natürlich. Was macht China da? Was sind die Ziele und was könnten die Konsequenzen sein, unter anderem für die Kryptowährungen eben? Was schon mal wichtig ist, das, was in China da jetzt kommt, das ist eine digitale Version der eigenen Währung, der digitale Yuan oder Renminbi. Da ist China weiter als andere Länder, deutlich weiter. Geplant ist das Ganze schon mindestens seit 2014. Es laufen inzwischen auch Pilotprojekte in Shenzhen, in 3 weiteren chinesischen Großstädten. Und da sind jetzt auch schon Transaktionen durchgeführt worden mit einem Volumen von mindestens 300 Millionen Dollar. Das Ganze ist technisch sehr anspruchsvoll, kann man sich denken, weil wenn das flächendeckend mal da ist und funktionieren soll, dann heißt es ja, es muss möglich sein, dass pro Sekunde mehrere hunderttausende Transaktionen durchgeführt werden können müssen in Echtzeit,
Und auch offline, das ist auch wichtig, also ohne Internetverbindung. Also Sie haben auf Ihrem Smartphone dann eben ein Wallet und der Empfänger hat auch so ein Wallet und da kann das Geld dann eben auch berührungslos übertragen werden mit NFC-Technik, so wie das bei uns eben im Supermarkt auch ist mittlerweile mit den EC-Karten, die man da über das Bezahlterminal hält. China ist für sowas prädestiniert. China ist beim bargeldlosen Zahlen weiter, beziehungsweise es hat eine deutlich höhere Bedeutung als bei uns. 44% vom gesamten bargeldlosen Transaktionsvolumen werden momentan in China abgewickelt. Nur mit dem neuen digitalen Yuan, da braucht man eben auch nicht zwingend ein Bankkonto und nicht zwingend einen Bezahlanbieter und auch keine Kreditkarte. Digitale Währung ist natürlich etwas, das uns erinnert an Kryptowährungen. Denen ist dieser digitale Yuan wahrscheinlich überlegen in vielerlei Hinsicht, also vor allem was die Transaktionsgeschwindigkeit betrifft und auch Transaktionskosten, die natürlich auch viel niedriger sind. Es gibt aber auch entscheidende Unterschiede. Und der wichtigste ist, die ganze Struktur ist eben nicht dezentral, sondern die wird kontrolliert von der chinesischen Notenbank. Da läuft alles zusammen. Die Währung wird auch von der chinesischen Notenbank besichert und garantiert. Und was wir dadurch natürlich nicht haben, das ist die Unabhängigkeit von staatlichen Institutionen und die Anonymität. Das ist ja bei Bitcoin und den anderen Kryptowährungen ein ganz wesentlicher Aspekt. Und das ist beim digitalen Yuan komplett anders. Das ist eben digitales Geld vom chinesischen Staat. Was hat China davon? Es geht da um Themen, die bei uns auch diskutiert werden, im Hinblick auf bargeldloses Zahlen. Es ist effizient, es senkt die Kosten des Geldwesens natürlich. Es geht aber natürlich auch um Kontrolle. Thema Steuern, Thema Geldwäsche. Dann Kapitalverkehr und Kapitalflucht auch, die man damit unterbinden könnte. Und natürlich sehr wichtig, die Geldpolitik auch. Bietet der chinesischen Notenbank eine Schnellübersicht über die Geldmenge zum Beispiel. Aber so oder so, unterm Strich, es geht natürlich auch um Kontrolle. Ist ein Thema, das bei uns auch hochkommt, jetzt natürlich im Zuge dieser Zurückdrängung von Bargeld. Aber in einem Land wie China ist das Thema natürlich dann erst recht akut, was das Ganze aber nicht aufhalten wird, meiner Meinung nach. Steigt dadurch die Bedeutung von der chinesischen Währung insgesamt? Es gibt ja viele, die sehen darin auch einen Angriff auf die Dominanz des US-Dollar. Ich würde sagen, China hat bei dem Thema auf jeden Fall schon mal einen großen Vorsprung. Das Ganze macht den Yuan im weitesten Sinne attraktiver. Erstmal wahrscheinlich in der unmittelbaren Region, also zum Beispiel bei den engen Partnern von der Seidenstraßeninitiative. Da kann es gut sein, dass in Zukunft vermehrt Transaktionen abgewickelt werden, digital über den digitalen Yuan. Noch ist es ja international so, mehr als 80% von allen Finanztransaktionen werden in Dollar abgewickelt, weniger als 5% in Yuan. Und das natürlich einfach auch darum, weil der Yuan eben auch noch nicht wirklich frei handelbar ist für jedermann. Und wir haben gehört, China will mit dieser digitalen Währung ja eventuell auch Kapitalströme kontrollieren, aber ich glaube trotzdem, die Bedeutung der chinesischen Währung wird stark zunehmen in den nächsten Jahren. Digitalisierung hin oder her, ob mit Digitalisierung oder ohne. Einen wichtigen Aspekt hat das Ganze aber noch, nämlich die Systeme für den internationalen Zahlungsverkehr, vor allem das SWIFT-System. Das steht ja unter einem starken US-Einfluss, was man zum Beispiel auch wieder gesehen hat bei den Sanktionen gegen den Iran. Da sind ja die iranischen Banken von diesem SWIFT-System abgeschalten worden. Das kann China unterlaufen mit einer digitalen Währung in Kombination mit einem eigenen internationalen Abwicklungssystem. Das haben die mittlerweile auch schon. Das ist natürlich ein sehr spannendes Thema, wahnsinnig spannend. Da muss man sagen, da hat China jetzt Fortschritte erzielt. Dadurch hat sich China deutlich weniger angreifbar gemacht im Ernstfall. Ist das Ganze für die Kryptowährungen eine Gefahr? Das ist ja eine wechselvolle Geschichte mit China und den Kryptowährungen. Als die hochgekommen sind, da waren die Chinesen ja schwer begeistert. Wenn wir jetzt Bitcoin als Beispiel nehmen, da war es so,
2017 sind zeitweise 90% vom weltweiten Handelsvolumen aus China gekommen. Dagegen ist Peking dann aber massiv vorgegangen, aber es bleibt trotzdem widersprüchlich, wie so oft in China, nämlich bei der Produktion von Bitcoin, beim Mining. Da ist China immer noch mit Abstand das wichtigste Land, weil man dafür viel Strom braucht und weil China niedrige Stromkosten hat in vielen Regionen. Und bei der sogenannten Hashrate, da hat China immer noch einen Anteil von 65%. Man macht sich darüber in der Bitcoin-Szene teilweise schon auch Gedanken, weil man ja weiß, die ganze Infrastruktur ist immer noch stark von China abhängig, weil manche auch befürchten, dadurch, dass China da so stark involviert ist, da könnten die eigentlich ihre Rechnerkapazitäten theoretisch zusammenlegen und die Blockchain mehr oder weniger übernehmen. Mal ganz abgesehen davon, dass auch die ganzen ASIC-Computer für das Schürfen auch so gut wie alle aus China kommen. Ist aber alles sehr theoretisch. Und was jetzt den digitalen Yuan betrifft, da würde ich sagen, da ist es nicht ganz unwahrscheinlich, wenn der wirklich mal etabliert ist, dass China dann seine Haltung gegenüber den Kryptowährungen nochmal verschärft und dann auch gegen die Schürfer nochmal verstärkt vorgehen wird. Ist sowieso immer wieder im Gespräch gewesen und es sind auch jetzt anscheinend wieder einige abgeschalten worden wegen Stromknappheit. China nimmt ja keine australische Kohle mehr ab zurzeit. Dadurch gab es kurzfristig Stromengpässe. Das sind auch sehr interessante Entwicklungen. Ich würde auch jederzeit hier mal ein Video gern machen über den chinesischen Kohlesektor, über chinesische Kohleaktien, wenn ich das Gefühl hätte, dass das irgendeinen Menschen hier interessieren würde. Aber naja, also mit Blick auf die Kryptowährungen würde ich auf jeden Fall sagen, ja, gut möglich, dass China das auf seinem Territorium irgendwann mal wirklich abwirkt, das Ganze. Nur, es ist wahrscheinlich nicht entscheidend. Wir haben ja gesehen, das Ganze ist technisch gesehen vielleicht schon ähnlich, aber von der Grundidee her ist das natürlich was völlig anderes. Insofern, also eine von den häufigsten Fragen, die wir immer bekommen, das ist ja die, wie kann ich denn in die chinesische Digitalwährung investieren? Meiner Meinung nach stellt sich diese Frage im Grunde gar nicht großartig. Sie können natürlich versuchen, dass Sie eines Tages sich dann auch so ein Wallet runterladen. Soll ja für Ausländer auch geöffnet werden, das Ganze spätestens 2022 zur chinesischen Winterolympiade. Macht aber nicht viel Sinn im Grunde. Sie könnten genauso gut auch heute schon zu Ihrer Bank gehen und sich da einfach chinesische Währung holen. Die digitale Währung entspricht der regulären Währung 1 zu 1 und das wird auch so bleiben. Und damit ist der digitale Yuan einfach und in erster Linie ein Zahlungsmittel. Wie gesagt, ich bin kein Bitcoin-Profi, aber vielleicht erlauben Sie mir trotzdem ein paar Anmerkungen. Der Bitcoin und die Kryptowährungen sind auch Zahlungsmittel, aber das macht sie eben nicht aus. Ich weiß natürlich, dass jetzt zum Beispiel PayPal gesagt hat, dass sie in Zukunft Bitcoin unter anderem als Zahlungsmittel akzeptieren werden. Das sorgt für Begeisterung, das sehen viele als eine Art Ritterschlag für die Kryptowährungen. Aber was soll's? PayPal akzeptiert auch einen Euro oder die indische Rupie und trotzdem gehen die jetzt auch nicht durch die Decke. Kein Mensch braucht den Bitcoin eigentlich zum Bezahlen, sondern man kauft sie zur Wertaufbewahrung und zur Spekulation momentan. Und insofern, was jetzt diese Bezahlfunktion betrifft, da ist der digitale Yuan und den anderen und die anderen Digitalwährungen auch, die noch kommen werden, wahrscheinlich den Kryptowährungen überlegen. Aber anders als das überall oft geschrieben wird, sie sind deswegen trotzdem keine Gefahr, weil die Grundidee von den Kryptowährungen was völlig anderes ist als die Grundidee von staatlichen Digitalwährungen. Weil die Kryptowährungen sich ja auch vom klassischen Notenbankengeld ja geradezu abgrenzen. Und dadurch ändert sich eben auch nichts, wenn das Notenbankengeld mal digital wird.
Auf der anderen Seite, und das muss auch jedem klar sein, Kryptowährungen sind inzwischen eben auch Spekulationsobjekte und dadurch haben sie sich von ihrer eigenen Idee ja auch teilweise abgekoppelt. Und es ist eine Eigendynamik entstanden da bei der Preisfindung, was auch jeder sehen kann an den starken Schwankungen, die wir gehabt haben da die letzten Jahre. Es kann gut sein, dass der Bitcoin jetzt noch weiter steigt, dass man damit noch viel Geld verdient in nächster Zeit. Trotzdem, ich muss jeden davor warnen, genauso wie bei jeder anderen Geldanlage auch, dass man glaubt, das sei zwangsläufig so, dass es irgendwie Gott gegeben ist, dass der Bitcoin steigen muss, weil der Bitcoin eben der Bitcoin ist. Wie gesagt, es ist eben auch schon viel Spekulation am Markt und es gibt eine Marktdynamik dadurch, die man auch kennen sollte. Und dazu gibt es einen sehr guten Kanal von meinem geschätzten Kollegen Alexander Mittermeier, der Crypto Report. Kompetent, sehr gute Infos, aber eben auch unaufgeregt. Der Alexander ist kein Schreihals, der bei jeder Kursbewegung nur hysterisch rumgackert, so wie das viele andere hier leider tun, gerade in dem Bereich, sondern er ist derjenige, bei dem sie das alles auch erklärt bekommen, und zwar so, dass sie es auch verstehen. Auf jeden Fall ein sehr interessanter Kanal für jeden, der mit Kryptowährungen handelt oder das tun will in Zukunft. Denn wenn man das tun will, dann braucht man dafür gute, zeitnahe und ernsthafte Informationen. So oder so, es gibt spannende Anlagemöglichkeiten auch jenseits von Lego. Ich bleibe bei meinen Schwellenländeraktien und dazu gibt es wie gesagt morgen den Zukunftsmärkte-Report zu den BRIC-Börsen, also schnell noch dafür eintragen, falls Sie es noch nicht gemacht haben. Ansonsten, wir sehen uns nächste Woche wieder, wenn Sie das wollen. Bleiben Sie gesund, alles Gute Ihnen und wie immer, Dankeschön fürs Zuschauen.